Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um Paracord, aber auch andere Schnüre, die man am Handgelenk oder vielleicht auch als Anhänger mit einem Schlüsselring, einem Schlüssel, an einem Messer, an einem Rucksack, an einer Tasche etc. tragen kann. Meine Variante hat im Gegensatz zu vielen anderen Armbändern den Vorteil, dass es sehr, sehr einfach ist, dass es sehr schnell geht. So ein Band dauert in etwa 2 Minuten, das sind 2 Meter. Und es ist zudem sofort benutzbar. Es dauert keine 15 Sekunden, bis es komplett abgewickelt ist und einsatzbereit ist. Einen weiteren Vorteil nenne ich euch gleich. Und zwar tragen diese Paracord-Armbänder mitunter etwas auf. Wenn man also schmalere Handgelenke hat, dann sieht das manchmal ein bisschen seltsam aus. Da ist das die etwas elegantere Lösung. Das sind vielleicht 3 Meter, das sind 2 Meter, also der Unterschied ist jetzt auch nicht so riesig. Ja. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wie wenn man so große Uhren trägt. Das sieht dann auch manchmal mitunter echt ein bisschen strange aus. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt bitte dran. Auf die Idee für das neue Armband, respektive den Anhänger, bin ich gekommen, als ich an einem neuen Messerprojekt gearbeitet habe. Da wollte ich einen Paracord-Anhänger haben und habe mir dann so die Anleitung im Internet angeschaut, wie man Paracord-Anhänger und Armbänder knüpft. Und dann ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, da bin ich irgendwie ausgestiegen. Keine Ahnung, es war mir einfach zu kompliziert. Ich weiß nicht, ob mein Gehirn da einen Defekt hat oder ob ich keine Geduld habe in dem Moment. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall dachte ich mir, es muss irgendwas Einfaches her, irgendwas, was wirklich schnell geht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich Kabelbinder zu Hause habe, die man wiederverwenden kann. Die haben eine Entriegelungsfunktion. Ich zeige euch das mal. Kann man hier quasi so durchziehen. Kann man auch richtig festmachen. Und dann haben die einfach hier so eine kleine Lasche. Da drückt man drauf und dann kann man den wieder aufmachen. Sehr praktisch. So eine Packung gibt es immer wieder mal in diversen Discountern oder auch im Baumarkt. Bei den Discountern 3-4 Euro, im Baumarkt vielleicht 6-7 Euro. Und so sehen die Dinger dann aus. Ich gebe offen zu, dass sie vielleicht nicht so schön sind wie diese gekauften, beziehungsweise die, die man sich selber flechtet. Ja, aber wir haben andere Vorteile. Es geht wirklich sehr schnell. Es sind auch immerhin 2 Meter. Wir brauchen lediglich 2 Meter Paracord, vielleicht einen Schlüsselring, diese wiederverwendbaren Kabelbinder und 2 Minuten Zeit. Los geht's! Also wir benötigen einen Kabelbinder und wie erwähnt etwa 2 Meter Paracord. Hier sind das 5 Lagen mal 40 cm. Wir arbeiten auf der oberen Seite des Kabelbinders. Wenn wir auf der unteren, geriffelten Seite arbeiten würden, bestünde das Risiko, dass wir das Armband später nicht mehr schließen können. Dann geht es auch schon los. Zuerst wird eine ganz einfache Schlaufe gebildet. Die Gesamtlänge der Schlaufe ist ein wenig kürzer als der Kabelbinder. Und die offene Seite der Schlaufe zeigt zum Verschluss des Kabelbinders. Der Anfang der Paracord-Schnur sollte ganz leicht überstehen, man muss ihn später noch greifen können. Am Anfang fixiert ihr die Schlaufe mit dem Daumen auf dem Kabelbinder und fangt an zu wickeln. Ob ihr jetzt links oder rechts herum wickelt, ist völlig egal. Wichtig ist, dass ihr nicht zu fest wickelt. Erstens passt dann etwas mehr Schnur auf den Kabelbinder und zweitens ist gewährleistet, dass ihr an dem kleinen Stück Schnur später noch ziehen könnt. Also ihr wickelt locker und presst immer wieder fest nach oben. Locker wickeln, fest pressen. Die Kompression ist wirklich wichtig. Ihr seht immer wieder, nach einem gewissen Stück presse ich die ganze Geschichte wieder hoch. Und ihr seht auch, dass ich nicht besonders schnell arbeite, also die 2 Minuten sind absolut realistisch. Ja. Wickeln, pressen, das ist eigentlich alles wirklich kindereinfach. So, wir kommen langsam Richtung Ende. Das Endstück der Schnur zieht ihr durch die kleine Öffnung der Schlaufe und zum Schluss zieht ihr am kleinen Stück Paracord, das sich oben befindet. Das kann man notfalls auch mit einer Zange machen.
Wer möchte, kann am Ende noch die überstehenden Enden abschneiden und das Paracord mit dem Feuerzeug verschweißen. Das war eine Punktlandung. Und jetzt zeige ich euch anhand des Armbands, wie schnell man an das Paracord kommt, wenn man es benötigt. Wir ziehen einfach den Kabelbinder raus aus der ganzen Konstruktion, ziehen das obere Ende des Paracords wieder durch diese kleine Schlaufe. Das geht gerade ein bisschen schwer, es hat sich ein bisschen verhakt. Und dann einfach nur ziehen und schon hat man die Schnur. Also man muss da nicht groß aufdröseln oder so, sondern es geht wirklich ratzfatz. Und jetzt der Anhänger. Los geht's. Wir benötigen einen Kabelbinder, einen Schlüsselring und 2 Meter Paracord. Der Kabelbinder wird von oben gesehen auf etwa 40% leicht geknickt, also nicht ganz die Hälfte, sprich 50-50. Danach wickeln wir das Paracord fünfmal um 3 bis 4 Finger. Der Anfang der Schnur sollte nach unten zeigen und etwas überstehen. Wir halten das Ganze gut fest, nehmen den Kabelbinder und führen ihn bis zu dem Knick durch den Schlüsselring. Danach legen wir unser Schnurpaket in den Kabelbinder. Der Anfang der Schnur zeigt weiter nach unten. Oben, also beim Schlüsselring, fangen wir wieder an zu wickeln. Die Richtung ist auch hier wieder egal. Genau wie beim Armband locker wickeln, festpressen bzw. die Schnur in Richtung Schlüsselring komprimieren. Locker wickeln, festpressen. Immer wieder, bis wir unten angekommen sind. Wenn wir unten angekommen sind, legen wir die beiden Endstücke, also die beiden Endschnüre, so, dass sie der Kabelbinder im geschlossenen Zustand gut festhalten kann. Seht ihr hier? Jetzt wird der Kabelbinder geschlossen und festgezogen. Und das war es auch schon. Wir sind hier ganz knapp bei 1 Minute 40 ohne große Eile. Ja. Wie ihr gesehen habt, ist auch die Schlüsselanhänger-Variante eine wunderbare Sache. Funktioniert wirklich sehr gut. Man kann es natürlich dann auch an Messer dranhängen oder eben an Rucksack, an ein Mollesystem, wo ihr das halt eben hinhaben wollt. Auch die Sache mit den Armbändern ist sehr, sehr gut. Man hat zusätzlich, darf man nicht vergessen, auch diesen Kabelbinder dabei und der kann einem auch mal aus der Patsche helfen. Lässt sich natürlich schön lösen. Also es ist wirklich wie ein Armband. Hält sehr sicher. Gute Sache. Jetzt habe ich mir noch was gebaut und zwar nochmal eine Anhängervariante, um euch zu zeigen, was man da noch so machen könnte. Jetzt mache ich das mal auf. Erstmal den Schlüsselring raus und dann seht ihr schon auch wieder, wie schnell das Paracord einsatzbereit wäre. Hier drin kann man auch Sachen aufbewahren, so Outdoor-Zeug. Das ist beispielsweise jetzt so ein Strohhalm mit einer Pinzette, einer Nadel und ein bisschen Garn. Und hier drin ist ein Feuerstahl, zum Beispiel Nadeln, Bleistift, ja, was man also braucht, Büroklammer, Sicherheitsnadel, Skalpellklinge. Das kann man da drin auch aufbewahren. Also es ist auch eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Insgesamt finde ich, ist das eine sehr schöne Idee, eine günstige Idee. Es funktioniert gut, es ist leicht umzusetzen. Es ist wirklich extrem einfach. Also, wie gesagt, ungefähr 2 Minuten für 2 Meter ist vollkommen in Ordnung. Okay, das wollte ich euch mal zeigen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, eure Chaos-Werkbank.